Minecraft Beta 1.0. So, wir sind voll live dabei. Nicht Beta 1.0. Ja. Full Release 1.0.0, du Pedo. Das hat keiner gehört. Das schneide ich raus. Nein, tue ich eh nicht. Ja, ihr seht, die ist gerade rausgekommen. Ich war direkt so frei. Minecraft! Wow. Und hab mir dann hier uns dann einfach mal ein Texture Pack zusammengestellt, einfach weil so Misas ja nicht geht. Logischerweise. Und jetzt machen wir für den ersten Part erstmal mit dem hier weiter. Falls ihr das toll findet, halt doch mal die Schnauze. Sagt Bescheid und dann kann ich das auch irgendwie hochladen oder so. Mal gucken. Ich join Server. Okay. Whoa. Minecraft! Way! Wieso habe ich eins hier und zwei Dreck? Keine Ahnung. Die Blumen behalte ich, dankeschön. Die habe ich hier gerade gefahren. Also, was gibt's so zu sagen? Das ist Minecraft. Was hat sich jetzt eigentlich zu der letzten gerade verändert? Also, es gibt NPCs. Moment. Minecraft Wiki ruft gerade. Ja, kein Problem. Version History. Da. Es gibt jetzt neue Achievements. Man kann ins Ender. Es gibt neue Monster Spawner, also New Monster Spawn Textures. Die Fireballs von Guests haben andere Texturen. Golden Apple machen Glowen jetzt so komisch. Dann Strongholds, gibt's random Chests. Dann kann man jetzt auch das richtig abblocken. Dann gibt es jetzt Nether Bricks, Nether Fett. Also richtig abblocken mit dem Schwert. Ja, soweit ich das hier übersetze. Soweit ich zeigen will hinterher. Das kriegst du schon irgendwie. Wenn ich hier so übersetze, ist das richtig. Dann gibt's im Nether gibt's viele neue Sachen. Zum Beispiel Nether Bricks, Fans, Stairs and Fortresses. Fortresses sind so, wie man in der 1.9.5 schon gelesen hat, gesehen hat, wer die von euch gespielt hat, sind so. Ja, ich habe ein NPC-Dorf gefunden. Was? Ich habe ein NPC-Dorf gefunden. Warte. Ey, halt auf jeden Fall sind das so riesengroße, so Bunker, so, ich weiß nicht, Bunker eben. Bunker, also ich... So Festungen halt. Also ich bin jetzt genau wie ihr und kennt's wahrscheinlich nicht, deswegen seid ihr überhaupt auf das Video hier gekommen und ich habe keine Ahnung, was du mir damit erklären willst. Wo bist du denn? Wo ist das NPC-Dorf? Stehe ich hier oben auf dem Berg. Dann gibt es jetzt das The End, also The Ender oder Enderlands, wo ach geil, Mann, da müssen wir hin. Es gibt jetzt Dragons. Alter, wie geil das da hinten aussieht. Ja, Mann. Dann gibt's jetzt überlebe ich das? Portal Frame Blocks. Nein! Es gibt neun neue Musikdiscs. Was hat hier gerade so bumm gemacht? Also ich habe erstmal ein Bein gebrochen und dann ist irgendwas explodiert. Ich glaube, das war ein Creeper. Auf jeden Fall gibt es neun neue Musikdiscs. Dann gibt es Snow Biomes, Darkwater Grass, Darkwater Water, Lily Pads, keine Ahnung, was das ist. Dann gibt es jetzt diese Mushroom Biomes. Da gibt es dann Mushroom Chaos. Frag mich nicht, was das ist. Ich kenn's nicht. Wo bin ich überhaupt? Ach, jetzt. Dann gibt es neue Sounds für Minecart, Scheren, Bögen, große Slimes. Also auf jeden Fall eine Scheiße von Mengen an Sounds. Ja. Ich habe auch gerade, ich habe mir gerade voll das Bein gebrochen. Das war echt abartig. Also ich schick mal Just Features jetzt gerade oder Kuval LP. Ja, die werden mich schon. Kann er dann in die Videobeschreibung machen. Da könnt ihr den ganzen Changelog nachlesen. Auf Englisch. Auf Englisch. Nein, ihr könnt es auch übersetzen auf Deutsch. Ja, dann. Ja, das geht. Dann lass uns mal zum NPC-Dorf. Da habe ich mir übrigens auch gerade das Bein gebrochen. Okay. Was wollte ich euch noch erzählen? Nee, das war genau hier. Wo jetzt hier voll der... Ach, ich weiß kommt. Leider nicht, was ich euch noch erzählen wollte. Tut mir leider leid. Ja, das wird ja schon irgendwann einfallen. Auf jeden Fall haben wir einen besseren Start als vor 10 Minuten, weil uns ist irgendwie dann aufgefallen, dass jetzt gleich die 1.0 rauskommt und dann wieder so viele neue Sachen kommen und dann müssen wir uns eigentlich eine neue Map machen.
Und allein für die NPCs gibt's schon. Ja, oh, ich habe irgendwas im Hals. Ich gerade auch. Ich freue mich so. Ich bin so aufgeregt, mein Gott. Und ich muss auch noch, ich morgen noch ins Stadion. Auf jeden Fall, das fängt ja alles gerade so besser an eigentlich. Wir haben, oh mein Gott, da ist ein NPC! Oh! Wir haben direkt einen NPC drauf gefunden mit neuen NPCs. NPC! Und wir können auch mehr Sachen erklären, das tut auch gut. Machst und du was? Hier können wir auch direkt ein Essen holen. Macht nichts, ich kann ihn schlagen und der macht nichts. Aber es sieht cool aus hier, hier können wir wohnen. Ja, das stimmt. Der, doch, der bewegt sich, der bewegt sich. Ja, man kann hier aber irgendwie nicht handeln. Stirbt doch. Vielleicht im Einzelspieler. Ja, okay, das stimmt. Okay, warum sind das so schwarze Blöcke? Was ist das? Das ist Wolle. Das ist einfach nur schwarze Wolle. Aber cool, hier können wir dann direkt Sachen abgrasen. Ja. Pflanzen wir das neu an, oder? Nee, das müssen wir neu anpflanzen. Ja, machen wir das dann gleich direkt, ne? Einfach ja. Mal alles abgrasen, dann neu anpflanzen und dann ziehen wir Ich würde vielleicht mal nur die Reifen abpflanzen. Ich pflanze alle ab, ich bin gerade voll dabei irgendwie. Ich latsche immer drüber, ich mache ja alle so. Ja, dann mach das doch mit gedückter Haltung, dann gehen die auch nicht kaputt. Das wäre nicht schlecht. Was willst du hier? Schweinarsch. Glaubst du, wenn wir die jetzt schon drin haben und dann später noch ein Patch kommt, dass die dann hier bleiben? Hier gibt's auch Öfen und hier, wir haben Lava. Ich Alter, weiß. Das ist voll schlimm, wir haben viel zu viele Sachen jetzt schon. Wir lassen die hier, oder? Was? Die Lava. Ja. Die Lava hätte ich nicht vom Mitz und nehmen. Also ich würde sagen, wir grasen jetzt auch nicht so viel ab. Weil irgendwie müssen die auch von was leben. Also ich habe jetzt eh gerade tausende von Seeds und irgendwie drei, wie heißt es? Du weißt hoffentlich, was ich meine, oder? Ja. Drei, von wegen... Was ist das denn? Was ist das? Was? Das hier. Wo bist du denn? Hinter dir. Hier. Ach, das ist so ein Baby-Kaktus. Ach so. Irgendwie sowas halt, ne? Mhm. Also ich weiß es selber nicht, sieht aus wie ein Baby-Kaktus. Ich grase jetzt einfach hier die ganzen Fackeln ab. Ja, also falls ihr überhaupt wolltet, dass ich hier den Classic, das Classic Texture Pack zeige, aber sorry, darauf kam ich nicht klar, deswegen habe ich mir auf die Schnelle dann noch mal halt ein eigenes gemacht. Weil ich hasse das. Ja. Ich habe mein Bett schon zusammen. Dein Bett? Ach, du krallst hier die ganze Zeit Wolle oder was? Ja, ich habe auch schon 12 Fackeln. Da hinten ist noch eine Wolle. Also wie viel Wolle hast du jetzt? Ich habe 3. Also wenn was? Man kriegt kein Glas mehr? Auch fickt euch doch alle. Okay, man kriegt also wieder mal kein Glas mehr, wenn man die Glasdinger kaputt macht. Ah, oh, ist doch Gammel, Alter. Und ich finde das voll scheiße, dass du das ganze NPC-Dorf jetzt kaputt machen musst. Ich wollte es nur testen. Hallo. Kannst du was? Kannst du was? Schade. Ich schätze mal, die können alle noch nichts. Aber die sind wenigstens schon mal da. Und ja. Der Server laggt eigentlich auch nicht wirklich. Zumindest so, wie ich das jetzt gerade fühle hier. Also der läuft damit, der läuft damit 1 GB Arbeitsspeicher. Das ist cool. Trotzdem kann ja sein, dass es irgendwie laggt. Wer von euch übrigens auf Minecraft Multiplayer spielen würde, ich mache jetzt mal Schleichwerbung. Oh, Schleichwerbung. Kinecraft.net. Ja, also ich muss sagen, ich bin am Überlegen, ob ich mich da auch als User anmelde. Also ja, er ist so eigentlich nicht schlecht. Hab jetzt so viel, ich habe so viel davon noch gar nicht gesehen. Also ich kann mir da auch kein großes Urteil überlegen, aber ich würde sagen, einmal reinschauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Server IP ist s.kinecraft.net. Also, ne, und so. Ja. Ich setze dich vielleicht in die Videobeschreibung, wenn ich gut gelaunt bin. Okay. Ich brauche unbedingt irgendwie Dingens. Ich glaube, wir sollten gleich wieder Richtung Dingens gehen, weil es wird gleich Nacht. Ja, also hier wohnen wollte ich eigentlich auch nicht. Also ich komme dann gleich mit. Ich habe ja nur mal kurz alle noch mal einmal abgegrast, pflanze noch mal nach und dann können die erstmal hier ihr Leben leben und kommen dann wieder, wenn ein neuer Patch draußen ist. Würde ich sagen. Ich klau mir jetzt so 3 oder 4 Dingens hier, wo das nicht so auffällt. Ja, aber müssen wir schon irgendwann dann wieder hinsetzen. Das ist echt asozial, was wir hier machen.
Aber ganz ehrlich, wir können auch erstmal eine Nacht hier so drin verbringen eigentlich. Ja. Bei den Schweinetypen hier. Aber wir haben erstmal alles so. Also verhungern werden wir nicht. Nö, ich habe 47 mal Getreide. Ja, ich habe 38 mal, also. Ja, das sollte jetzt. Ja, sollen wir erstmal eine Nacht hier so verbringen? Ja, ich mach mal ein bisschen Licht hier wie drin. Wie oft Wolle hast du? Hast du irgendwie Wolle? Dreimal. Dreimal, ja. Ich geh mal ganz schnell gucken, ob ich irgendwo noch Wolle finde. Ich hab meinen Bett schon mal vorrätig. Ach, und die Zombies habe ich auch bearbeitet. So, es ist ja fast Weihnachten, dann dachte ich mir. Ne? Das macht mir voll Angst, dass die ganzen NPCs hier rumlaufen. Und die Zombies werden ja auch vom Licht angezogen. Also ich habe hier gerade ziemliche Probleme, mir meine letzte Wolle hier so zu krallen. Hast du deine letzte Wolle? So halb. Also mir fehlt noch eine. Warte, ich habe hier. Ach, du hast vier, ne? Nein, ich habe eine. Ja, also noch, ach so, da, ja, okay. Aua, aua. Ich würde dir gerne helfen, ich traue mich aber nicht. Oh, es sind zwei, okay. Oh, ich bin gleich tot, ich habe nur ein halbes Herz. Ich bin tot. Sie sehen mich, sie sehen mich. Sie laufen hinterher. Da fällt mir ein, ich kann rennen. Ich spawne irgendwo ganz anders. Doch nicht. Dominik? Ja? Bist du tot? Nein, hier ist aber irgendwo eine Spinne. Ja, ich hab hier gerade auch wieder Spinne. Also ich will jetzt erstmal. Alter, die machen voll viel Schaden. Was hast du jetzt eigentlich gestellt? Drei. Hast du die Spinne gerade draußen geschlagen? Nö. Der hat sich gerade irgendwie. Ach, die ist bestimmt wieder vom Dach gefallen oder so. Das machen die ja gerne. Ich höre sie noch. Ich hoffe, du hast meine Sachen nicht eingesammelt. Nein. Hätte ich die einsammeln sollen. Nein. Oh, fucking Creeper. Die Türen hören sich jetzt auch cool an. Ah, ich Bumm machen! Oha. Oha. Wie herbe hört sich das denn bitte an? Ja, Mann. Wo bist du? Ich hab Angst. Ich bin rein. In so einem Haus. Hier ist irgendwo eine Spinne. Ich sehe deinen Namen. Ich sehe dich. Siehst du mich? Wo ist die Spinne? Nein, ich sehe dich. Wo ist die Spinne? Über dir. Lass mich rein. Da, tür zu. Da ist ein Zombie. Oh, hi. Hallo. Stirb doch, Wichser. Was ist das? Da ist ein Skelett. Wow, wie sollen wir rauskommen? Keine Ahnung. Kann der sterben? Cool. Also ich habe 6-mal Holz, aber nur 2-mal Wolle. Und generell könnte es hier ein bisschen eng werden. Wie, du hast die Wolle da liegen gelassen. Nein, ich habe hier noch einmal Wolle. Ja, gib mir die Wolle. Hier. Cool. Ich würde jetzt rausrennen, aber irgendwie, ich habe Angst. Viel Spaß. Geh mal weg, Schweinemann. Du störst hier irgendwie voll im Club. Was war das? Ach, du hast gerade... Hast du gerade einen goldenen Apfel gegessen? Nein. Da. Ich habe Brot. Achso. Ne, ich wollte nur sagen. Cheaten ist scheiße. Wir müssten endlich losrennen, dann müssten wir rechts rum und da vorne in die Tür rein. Die Frage ist, wie kommen wir... Boah! Das müsste ganz schnell passieren, wir müssten ganz schnell rennen. Warte mal,